Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und ich habe mir die Frage gestellt, macht das Sinn, ein Poco X2 zu kaufen? Es wurde jetzt vorgestellt in Indien offiziell und man kann sich denken, dass das wahrscheinlich auch nach Europa kommen wird. Und das Poco X2 ist im Grunde genommen nichts anderes als ein rebrandetes Xiaomi Redmi K30. Und jetzt fragen sich natürlich einige, warum habe ich das Gerät nicht selber in der Hand? Warum kann ich darüber berichten? Und ich war in China und ich habe mir das Redmi K30 dort angeschaut. Nicht nur die normale K30-Version, die mit einem, ich glaube, Snapdragon 730G daherkommt, sondern auch die stärkere Version, die 5G-Version. Die kommt, glaube ich, mit einem Snapdragon 760, 765 irgendwas daher. Also die deutlich stärkere Version habe ich mir angeschaut und habe mir angeschaut, was so die Hauptfeatures sind. Kommen wir zunächst einmal zum Display. Ich habe jetzt das Gerät nicht hier, aber Display. Display. 120 Hz Display, LCD-Display. Wenn ich das mal vergleiche mit meinem Xiaomi Mi 9T, das ich habe, AMOLED-Display, da ist im Grunde genommen kein großer Vergleich mit. Das Xiaomi Mi 9T AMOLED-Display hat die besseren Farben. Es ist ein AMOLED-Display. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ne? Und selbst wenn das LCD ziemlich gut ist und auch eine gute Farbwerte liefert, HDR-Support anscheinend liefert, funktioniert das zum Beispiel nicht mit Netflix. Xiaomi Mi 9T funktioniert. 120 Hz ist so das Hauptfeature. Ich habe das mal ausprobiert. Bin nicht nur einmal hingegangen in den Xiaomi Store und habe mir das angeschaut, sondern zwei, dreimal bin ich hingegangen, um wirklich zu testen, ob mein erster Eindruck vielleicht trübt. Habe das Ganze dann mit meinem Mate 30 Pro verglichen, was ja nur mit 60 Hz daherkommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen großen Unterschied gemerkt zwischen dem 120 Hz Display und dem 60 Hz Display. Es müsste eigentlich das Doppelte sein. Und es müsste flüssiger laufen. Aber also den Mehrwert, den habe ich da bisher noch nicht gesehen. Den richtig großen Mehrwert in der Geschichte, den habe ich nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann natürlich jetzt mein Problem sein. Einige sagen ja, es läuft super flüssig, es ist viel besser. Aber ich sehe das nicht, weil der Snapdragon 730G, der da jetzt verbaut ist, glaube ich, ist das, der ist nicht schnell genug, um tatsächlich auch die MIUI 11 vernünftig flüssig darstellen zu können. Das heißt, selbst in meinem kurzen Antesten im Store, wo keine SIM-Karte drin ist und ich nur ein paar Apps gestartet habe und weil das ganze System in Chinesisch war, ich sowieso nicht so viel verstanden habe, hat es angefangen zu ruckeln, wenn ich da bestimmte Gesten ausgeführt habe, ins Multitasking gesprungen bin. Und da nützen mir die 120 Hz auch nichts. Und da ist es besonders schmerzlich, weil das System ansonsten sehr flott läuft, die 120 Hertz, sehr flott läuft. Aber wenn es dann anfängt zu ruckeln, dann nervt es tierisch. Und aus dem Sinne finde ich 120 Hertz Display, ja, es macht Sinn eventuell, wenn das Gerät ein Mate 30 Pro ist. Dann macht ein 120 Hertz Display eventuell Sinn. Großer Akku ist ja verbaut, das ist schön und gut. Aber, naja, ich weiß es nicht. MIUI 11. Wir kennen es ja schon beim Xiaomi Mi 9T, da habe ich auch etwas bessere Akkulaufzeit erwartet. Jetzt hat man einfach gesagt, okay, wir machen den größeren Akku rein. Aber das hilft auch eventuell nicht so ganz, wenn die Optimierung nicht so richtig stimmt. Das ist das eine. Das andere sind ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind auf der Rückseite, die Kameras. Wo ich beim Xiaomi Mi 9T beispielsweise noch gesehen habe, okay, da gibt es einen kleinen Hubbel, Kamerahubbel. Der ist deutlich spürbar, aber hat zumindest eine sehr hochwertige Hülle mitgeliefert. Das ist keine Plastik-TPU-Hülle, die man irgendwie zerknüllen kann, sondern tatsächlich in eine Hardcase-Hülle. So etwa sowas wie hier, eine Hardcase-Hülle, die also tatsächlich, ich kann sie mal abmachen, die tatsächlich, ich krieg sie gar nicht ab, weil es so hart ist. Na, das ist auf jeden Fall eine harte Hülle. Da könnt ihr draufhauen, da hört ihr das Plastik. Ist also keine zerknüllbare Hülle wie hier, was ihr dann zerknüllen könnt. Ist wie Plastik. Nee, das ist richtig hart. Sehr gute Hülle hat es dann geschafft, dass halt dieser Kamerahubbel, ich kann jetzt hier mal Xperia 1 dran halten, dass das nicht auffällt, dass es flach wird. Sehr gut, auch haptisch, sehr gut. Liebe ich die Hülle, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber jetzt bei dem Redmi K30, ich habe zuerst gedacht, das ist so ein ähnliches Design wie hier beim Mate 30. Haben versucht, das irgendwie zu kopieren mit dieser runden, was auch kein wirklich, das sieht halt nur so aus. Aber beim K30 sieht es ja wirklich aus, als ob das so, ja, als ob das wirklich so wie bei einer Kamera so ein Hubbel wäre, komplett rund. Ist es nicht. Nee, das ist eine optische Täuschung, die sie gemacht haben. Das ist tatsächlich so ein Streifen und der ist so dick, dass sie diese optische Täuschung gemacht haben, um das irgendwie zu verdecken. Aber es ist halt so dick, dass wenn ihr das flach auf dem Tisch legt, das wabbelt hin und her. Also es ist sehr dick. Also da hätten sie das Gehäuse ein bisschen was dicker machen können, aus meiner Sicht. Und dann vielleicht noch einen größeren Akku reinhauen können. Aber es ist so eine halbherzige Lösung. Und das selbst mit dem TPU-Case on, dass das jetzt so ein wirklich jetzt wirklich dieses komische Gummiartige, was ihr da einfach draufpacken könnt, ist das Mist. Es ist einfach Mist. Das ist einfach nicht mehr Premium. Und dann auch der Vergleich zum Poco F1. Ich glaube, das Poco F1, da wird es keinen vernünftigen Nachfolger mehr geben, weil da ist halt eben, das war halt Spitzenklassen-Hardware, die da unter der Haube auch war. Das ist jetzt bei dem Poco X2 nicht der Fall. Man kann also schwer davon ausgehen, dass das tatsächlich ein Nachfolger des Poco F1 ist, sondern es ist einfach das zweite Produkt und das erste Produkt von einer eigenständigen Firma und das zweite Produkt unter dem Namen Poco. Und ja, das Smartphone selber, die Kameras, da kommen wir auch nochmal zu. Vier Kameramodule auf der Rückseite, soweit ich weiß, sind es vier. Ja, 64-Megapixel-Kameramodul, schöne Sache. Sony, neuer IMX-Sensor, super Sache. Habe ich nichts dafür, habe ich nichts dagegen. Pixel-Bending und dann läuft die ganze Kacke schon. 8-Megapixel ultraweit. Nee. Also, nee. 16-Megapixel, 12-Megapixel, 8-Megapixel. Aber dann bitte mit einer ordentlichen Qualität. Und dieser Ultraweitsensor, ich selbst beim Test, ich habe es wirklich zwei, dreimal im Shop getestet und habe dann nochmal da gemacht, da mal gemacht. Kein Autofokus. Zum Rand ist das halt einfach wie Smartphones, die Hauptkamera von Smartphones vor ein paar Jahren mal waren. Die waren also alles krumm und schief und unscharf. Und das ist bei diesem, also ein schlechter Ultraweitwinkelsensor. Muss man eigentlich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das nächste ist, was ich nicht kapiere aus dem Grunde. Die hätten die zwei Kameras, die jetzt kommen, einmal eine 2-Megapixel-Makrokamera und eine 2-Megapixel-Tiefeninformationskamera, die hätten sie sich sparen können und dafür ein bisschen mehr ausgeben können für den Ultraweitwinkelsensor. Dann hätten wir einen ordentlichen 64-Megapixel-Sensor, der könnte dann auch das durch Cropping einfach einen Zweifach-Zoom oder vielleicht sogar Dreifach-Zoom hinbekommen, ohne große Bildverluste. Und man hätte einen Ultraweitwinkel gehabt. Dann hätte man das Kameradesign ein bisschen was anders machen können. Da hätte man den Blödsinn mit der Makrokamera und mit der Tiefeninformationskamera nicht, weil die eine Kamera selber und die Weitwinkelkamera reichen schon aus, um halt den Bokeh-Effekt zu machen. Kennt ihr ja alles schon. Und deshalb verstehe ich das nicht. Zum einen, Makrokamera kann man auch mit der Superweitwinkelkamera ersetzen, wenn man halt die richtigen Sensor einsetzt, dann ist das auch möglich, mit der Superweitwinkelkamera nah ranzugehen. Dann ist halt 2 Megapixel, ist halt, ja, ihr seht hier gerade 2 Megapixel Full HD Video. Ich weiß es nicht, ob das so das Gelbe vom Ei ist. Also das ist eine Auflösung, die ich für Fotos bedenklich finde. Sagen wir mal so. Selbst wenn man Makros damit machen, gute Makroaufnahmen damit machen kann. Also ich hätte darauf verzichten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür eine bessere Superweitwinkelkamera, weil das ist wichtiger. Und dann der Tiefeninformationssensor. Werft den weg. Wenn ihr da einen vernünftigen Time-of-Flight-Sensor drin hättet, wäre das vielleicht was, aber so, nee. Einfach nur nee. Dann der LED-Flash ist auch irgendwie unter den vier Kameras angebracht. So weit wie möglich weg von der Kamera, vom Hauptsensor. Das hat auch ein Designer sich ausgedacht. Das hat nichts irgendwie mit praktischer Erfahrung zu tun. Ne? 4K-Videos kann man dann machen. 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde. Videorecording ist auch möglich. 960 Bilder Ultra-Slow-Motion ist auch möglich.
120, 240 reichen auch aus. Aber es ist was ganz anderes. Dual-Selfie-Kamera haben sie auch. Oh, wenn ihr das schon macht, Dual-Selfie, dann ja, super, geile Idee. 20 Megapixel, super. 32 Megapixel, noch besser. Aber dann macht doch den zweiten Sensor einen super Weitwinkelsensor. Dann, wenn ich Selfies mache, alleine, mache ich natürlich nicht, aber wenn ich es machen würde, ja, habe ich mich alleine, wenn ich ein Gruppenselfie machen möchte, habe ich halt eben die Möglichkeit weiter raus und dann andere Hersteller machen es auch. Also gerade die, die Dual-Sensoren verbauen dort vorne, die machen es ja auch. Das Design ist ja fast 1:1 von den Honor V30 oder sowas geklaut. Wenn sie halt eben sowas machen, dann macht doch genauso wie bei Honor V30 einfach super Weitwinkel und normaler Weitwinkel. Aber doch ein Tiefeninformationssensor, der hat doch da, es ist einfach nur, um mit Kameramodulen anzugeben und den möglichst billigsten Sensor rauszusuchen, den es so gibt. Deshalb hat man sich da auch nur wieder den gleichen 2-Megapixel-Sensor gegönnt wie auf der Rückseite für die Tiefeninformation. Und der ist nicht notwendig, weil sie ja schon gezeigt haben, Xiaomi Mi 9T mit dem ausfahrbaren Sensor, der da drin war. Das ist ja auch wieder auch eine andere Sache mit dem Display und dem, naja, ausfahrbarer Sensor. Der schießt auch gute Bokeh-Fotos. Da brauche ich keinen Tiefeninformationssensor noch extra dazu. Einfach einen guten Single-Sensor, der gut ist, wäre auch, hätte mir auch gereicht in dem Fall. Oder tatsächlich wirklich, wenn der zweite Sensor mit drin sein soll, Ultraweitwinkel. Da hätte meines Wissens, ja, da hätte vielleicht auch dieser, der auf der Rückseite verbaut ist, dieser 8 Megapixel und zum Seiten hin unscharf wirkende und kein Autofokus habende Sensor mir gereicht auf der Vorderseite. Aber nee, haben sie nicht gemacht. Dann das Display, 6,6 Zoll groß, damit größer noch als das Mi 9T zum Beispiel. Und warum sie jetzt beim, warum rede ich vom Mi 9T so häufig? Weil das der Vorgänger war. Jetzt sagen einige, hä? Ja, weil Poco X2 ist gleich Redmi K30 und Redmi K20 ist das, was das Xiaomi Mi 9T in Europa geworden ist. Also Redmi K20 in China, Nachfolger Redmi K30 in China. In Europa heißt das Redmi K20 Xiaomi 9T und wahrscheinlich das K30 dann. Poco X2. Sie hätten auf jeden Fall das Design beibehalten sollen vom Xiaomi Mi 9T. Dadurch haben sie halt relativ großes Display. Es waren keine 6,6 Zoll, aber es war handlich noch benutzbar. Man hat das Display vollkommen ausnutzen können. Und das Design gefällt mir einfach besser. Eigenständigkeit und nicht hier Honor kopieren oder Samsung kopieren. Und das ist das, was sie machen mit dem Redmi K30 und dann auch dem Poco X2. Deshalb bei aller Liebe, nee, also wenn ihr euch für so ein Smartphone interessiert, holt euch das, schaut euch das K20 an, schaut euch das Xiaomi Mi 9T oder das Mi 9T Pro an. Gerade das Mi 9T Pro bietet deutlich mehr, deutlich besseres. Auch das Kamerasystem muss ich nicht verstecken vor den 64 Megapixel, 48 Megapixel versus 64 Megapixel. Muss ich nicht verstecken. Die Software ist mittlerweile auch, glaube ich, auf Mi oder auf MIUI 11 oder sowas angelangt. Da kriegt er halt auch eben die neueste Kamerasoftware auch mit Optimierungen hin. Videorecording ist gut. Akkulaufzeit ist auch ordentlich. Hat Potenzial nach oben, aber ist ordentlich, sehr, sehr ordentlich. Und ihr habt ein AMOLED-Display. Mit einer guten Auflösung, ihr habt eine gute Frontkamera und ihr spart einfach Geld und ihr spart euch halt auch, ihr habt ein besseres Design auch, weil das Smartphone ist 6,6 Zoll, ist ein richtiger Klopper und anstatt dann, also warum man dann die Kameras jetzt im Display verbaut hat, weil das, sie können es auch einfach nicht, sie können es einfach nicht, sie haben einfach zwei Kameramodule reingenommen, zwei Löcher reingehauen und haben sie gemerkt, ah, das sieht aber ein bisschen bescheuert aus und die anderen Hersteller hier, Samsung und. Huawei, Honor, die machen das ja, die machen da irgendwie das komplett schwarz um die. Also, dann machen wir softwaremäßig machen wir das. Aber wir haben ein LCD-Display. Ah, das wird schon keiner merken. Nee, so funktioniert das nicht, Leute. Das funktioniert einfach so nicht. Ja, also ich kann einfach nur davon abraten, sich das überhaupt anzuschauen, das Poco X2 oder das Redmi K30. Das ist einfach kein ordentliches Upgrade für das Redmi K20. Ich empfehle euch immer noch Redmi K20, Xiaomi Mi 9T und Mi 9T Pro. Selbst wenn jetzt eine K30 Pro-Version rauskommen würde mit einem Snapdragon 865. Nee. Kameras und das Design, wenn dann eine super Weitwinkelkamera vorne drin ist. Also wenn die das alles beheben würden, wäre es trotzdem ein Phone, was ein bisschen was zu groß ist, wo die Kamera hinten mir ein bisschen zu weit raussteht, wo das Design mich einfach nicht anspricht, wo es einfach
ein MeToo-Device ist und einfach nicht ein neues, innovatives Device. Ich möchte mir vorstellen, das Xiaomi Mi 9T hat zum Beispiel auch den, wenn die Pop-up-Kamera rausfährt, hat sie halt auch diese Animationseffekte. Die sind nicht nur da, um irgendwie anzugeben, sondern die sind auch praktisch, wenn Informationen reinkommen, dann blinkt das. Und dann seht ihr, auch wenn die Kamera zu ist, die Frontkamera, seht ihr oben halt eben das Blinken. Dann, es ist eine Notification, eine Benachrichtigungs-LED. Das waren Innovationen. Aber ist das K30, ist ja so ein MeToo-Device, wo ich einfach sage, nee, das ist einfach, nee, nee, das ist es einfach nicht. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Habt ihr euch so ein K30 schon besorgt? Habt ihr es mal angeschaut? Ich habe es jetzt ein paar Mal in der Hand gehalten und ich finde das wirklich überhaupt nicht interessant. Schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten liked und subscribed und das war's für diesen Tech-Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.